Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder im Plenum. Schön, dass Sie den Weg hier wieder zurückgefunden haben. Wir sind jetzt in dem letzten Teil unseres heutigen Tages. Wir sprechen über die kulturelle Bildung im Ruhrgebiet, Kultur auf Ruhr. Sie haben viele verschiedene Themeneindrücke auch bekommen, Themen vertieft in den Online-Seminaren beispielsweise oder auch wirklich Kultur erlebt mit dem NRW Junior Orchester, was wir Ihnen zuschalten konnten, live aus dem Ballettzentrum Westfalen. Sie haben sich in den Kultursnacks herumgetrieben, das habe ich gesehen und habe mich sehr darüber gefreut, dass Sie auch da so ein bisschen ins Gespräch miteinander kommen konnten, haben Pianomusik sich angehört in den Pausen und haben auch sehr zahlreich an unserem digitalen Fotoprojekt, an dem Kunstwerk teilgenommen. Das hat uns sehr gefreut und wir sind da auch noch mit dran und wir können gleich in wenigen Augenblicken in unsere Podiumsrunde starten, wenn es nämlich um das Thema Digitalisierung auch in der kulturellen Bildung geht, vor allen Dingen auch im Ruhrgebiet. Kulturelle Bildung digital, was geht? Das ist sozusagen die Überschrift in diesem Thema. Wir werden darüber sprechen, inwiefern das, was man wirklich vor Ort erleben kann, also bei einem Besuch eines Theaters, bei der Arbeit mit Museumspädagogen, mit dem Einblick in die Geschichte vor Ort, in einem Industriemuseum, wie wir es jetzt gerade hier zum Beispiel auch haben, also in dem wir uns hier befinden, die Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, die ja gerade im Umbau ist und eine neue Entstehung, eine neue Ausstellung wird ja hier drin entstehen. Inwiefern man all diese Dinge auch mit der Digitalisierung nochmal verändern kann, vielleicht ein Stück weit. Also was ist dabei alles möglich? Wo hat aber auch Digitalisierung seine Grenzen oder beziehungsweise wo kann Digitalisierung auch vielleicht sogar einen Schub geben für das, was man dann eben auch vor Ort erleben wird? Das wird gleich unser Thema sein. Und wir werden gleich hier in dieser Runde, die Sie jetzt auch hier gleich sehen werden, ins Gespräch kommen. Doris Awallich ist bei uns. Sie ist Schulleiterin an einer Gesamtschule Weiherheide, an der Gesamtschule Weiherheide in Oberhausen. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Nein, das dürften jetzt so 6 Kilometer sein. 6 Kilometer, okay. Aber ich hatte den kürzesten Weg. Genau, das ist der kürzeste Weg, weil nämlich Frau Dr. Karabaitsch, Milena Karabaitsch ist die Kulturdezernentin des Landschaftsverbands Rheinlands, Dezernentin für Kultur und landschaftliche Kulturpflege des Landschaftsverbands Rheinland. Insofern, Sie kommen aus Köln, hat ein bisschen weiter. So ist es. Also durchaus eine stark befahrene A3 zu beklagen, aber wir sind ja pünktlich. Und ansonsten haben wir uns jetzt zunächst einmal zugeschaltet, auch Herr Professor Benjamin Jörissen von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Leiter des Forschungsprojekts Digitalisierung in der kulturellen Bildung, ein Metaprojekt. Schöne Grüße nach Erlangen, richtig? Richtig. Und ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte anmerken, ich hatte den kürzesten Weg, nämlich einfach von meinem Wohnzimmer ins Homeoffice. Ja, das finde ich sehr spannend, weil das ist im Prinzip ja auch das, was wir heute den ganzen Tag auch eigentlich erleben, weil all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt uns zugeschaltet sind, wir hatten zwischenzeitlich auch über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben ja auch alle ihre Plätze bei sich zu Hause im Büro oder beispielsweise in ihren Küchen, in ihren Wohnzimmern, so hatten wir das zwischendurch mal abgefragt. Ich glaube, neben dem Wäscheständer, das fand ich irgendwie auch eine sehr schöne Antwort. Schöne Grüße an den Platz neben dem Wäscheständer. Digital verbunden. Wir sprechen über die kulturelle Bildung. Wir warten noch auf die Ministerin Yvonne Gebauer. Und da ist sie auch schon. Hallo, Yvonne Gebauer, NRW-Schulministerin. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ich grüße Sie herzlich aus Düsseldorf. Ich bitte niemals um Entschuldigung für die Verspätung, aber manches lässt sich nicht exakt so einrichten. Das ist eine besondere Zeit, glaube ich, auch gerade für Sie, für Ihre Arbeit. Das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, was damit jetzt alles im Moment alles verbunden sein muss, welche Diskussionen und welche alle Entwicklungen gerade hier dabei unter einen Hut zu bringen sind. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie dabei sein können, dass Sie sich die Zeit nehmen können, über die kulturelle Bildung zu sprechen. Die kulturelle Bildung und die Digitalisierung, das hängt ja auch mit dem Thema Corona auch ein Stück weit auch zusammen, weil die Form, für die wir uns ja hier entschieden haben, für Kultur auf Ruhr, für diesen Fachtag für kulturelle Bildung, ist ja eine hybride Form, ein Stück weit auch geboren aus der Corona-Pandemie, aber zugleich auch der Versuch, etwas daraus zu machen, etwas das zu verwenden, quasi die Digitalisierung einzusetzen und auch vielleicht Brücken zu schlagen, die vielleicht sonst ohne die Digitalisierung gar nicht geklappt hätten. Insofern freue ich mich sehr auf unser Gespräch gleich. Und unser großes Thema heute ist ja eben die kulturelle Bildung
auch im Ruhrgebiet. Unsere Podiumsrunde steht unter der Frage kulturelle Bildung digital, was geht? Und jetzt würde ich aber basic anfangen sozusagen. Frau Ministerin Yvonne Gebauer, im Prinzip die einfache Frage, kulturelle Bildung ist für mich ein Satz, den es jetzt für jeden aus dieser Runde zu ergänzen gilt. Kulturelle Bildung ist für mich. Was ist es aus Ihrer Sicht, Yvonne Gebauer? Eine wichtige und eine notwendige Querschnittsaufgabe von Schulen, von Lehrkräften für die Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler und sollte tatsächlich eben auch an jeder Schule stattfinden bzw. Einzug gehalten haben. Vielen Dank, Yvonne Gebauer. Und Herr Jörissen, Sie sind quasi direkt nebendran an Frau Gebauer auf unserem Bildschirm. Professor Jörissen, was ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie den Satz ergänzen müssen, kulturelle Bildung ist für mich? Kulturelle Bildung ist für mich ein wichtiger und sicherlich einer der wichtigsten Zugänge zu der Vielfalt kulturellen Wissens und kultureller Ausdrucksformen, die uns ausmachen. Kulturelle Bildung verbindet uns zu kultureller Praxis unserer Vergangenheiten, unserer Tradierungen und unserer Gegenwarten. Und sie ermöglicht es, dass wir uns kreativ und in künstlerischen Tätigkeiten dazu in Beziehung setzen, gestalten und auch kritisch. Und ich glaube, das ist jetzt in unseren komplizierten Zeiten der Digitalisierung und der globalen Vernetzung von ganz großer Bedeutung. Das wird nochmal ein spannender Aspekt sein, Herr Jörissen, denn zu gucken, wie die Wechselwirkungen sind zwischen der kulturellen Bildung und der Digitalisierung, das wird, glaube ich, einer der Schwerpunkte sein, über die wir jetzt gleich hier sprechen werden. Und jetzt auch hier würde ich Sie bitten, diesen Satz zu ergänzen, Milena Karabait. Kulturelle Bildung ist für mich, aus Ihrer Sicht? Also kulturelle Bildung ist für mich die individuelle wie gesellschaftliche Grundlage, um Denkräume zu eröffnen, im Zusammenspiel von schulischem Lernen und außerschulischen Angeboten zu neuen ästhetischen Erfahrungen zu gelangen, mit neuen Fragen konfrontiert zu werden und vor allen Dingen auch sich zu positionieren mit den Aufgabenstellungen, die die konkreten Orte, also Archive, Museen, Bibliotheken, all die wunderbaren außerschulischen Lernorte zu bieten haben, auf der Grundlage ihrer Fragestellung. Also es gibt die konkreten Erfahrungen, man kann Fragen zur Gesellschaft, die ja im Moment sehr schwierig ist, darf ich sagen, zu richten und vielleicht auch ein Stück weit Orientierung zu finden. Kurzum, kulturelle Bildung ist für mich sozusagen der gesellschaftliche Grundpfeiler für demokratisches Lernen und vor allen Dingen auch für eine nachhaltige Zukunftsentwicklung in einem permanenten Prozess von Aushandlung und somit auch Lernprozessen. Vielen Dank, Milena Karabait. Dorissa Wallich, aus Ihrer Sicht, was ist kulturelle Bildung für Sie? Kulturelle Bildung ist auch für mich ein wesentliches Element in der Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Im Erleben eines kulturellen Anlasses erleben Schülerinnen sehr intensive emotionale Erfahrungen und erfahren sich auch oftmals in ihren Stärken und Kompetenzen erst einmal selber. Und dann ist es unsere Aufgabe als Pädagoginnen und Pädagogen, diese Kompetenzen aufzugreifen, sie zu stärken. Und das machen wir eben sehr häufig mit unseren Bildungspartnern, aber auch mit anderen Kulturschaffenden. Und das verpackt sich bei mir alles in der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Viele von Ihnen, die jetzt hier zugeschaltet sind, die auch teilnehmen hier an dieser Podiumsrunde und sie mitverfolgen, die kommen ja auch aus der Arbeit mit der kulturellen Bildung, sei es eben von der Seite der Schulen, sei es von der Seite der kommunalen Kultur- und Bildungseinrichtungen. Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen, Frau Sauerlich, wenn Sie jetzt beschreiben würden, was Sie vielleicht zuletzt an kultureller Bildung mit Ihren Schülerinnen und Schülern erlebt haben. Was ist so ein prägender Moment gewesen, wo Sie gesagt haben, das wäre uns alleine in der Schule nicht gelungen? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir sehr, sehr häufig mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Ich denke da an zahlreiche Projekte, die wir außerhalb von Schule tätigen. Und wir sind heute hier in der Zinkfabrik. Wir hatten in der Zinkfabrik ein großes Projekt Kultur in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus. Das hatten wir vor 2 Jahren aus Anlass des Gedenktages zur Reichspogromnacht. Es war eine Ausstellung, es war eine Veranstaltung mit dem Thema Musik.
Musik in den Konzentrationslagern. Und die Schüler haben daraus mitgenommen, und das höre ich auch immer in dem Gespräch mit ehemaligen Schülern, die auch schon die Schule verlassen haben, die damals in der Oberstufe waren, dass das sehr, sehr prägend für sie war und dass sie erst einmal nachfühlen konnten, wie die Menschen in den Konzentrationslagern durch kulturelle Betätigung diese Zeit überlebt haben. Sicherlich hat dann auch dazu beigetragen, dass wir im Kontakt zu Anita Lasker-Wallfisch und anderen waren. Also rund um ein Paket, wo man sagen konnte, hier hat kulturelle Bildung wesentliche Lebenskompetenzen auch vermittelt. Das ist ja auch gleich ein derartig schweres Thema auch, also ein sehr bewegendes Thema auch. Inwiefern ist das leicht oder schwer, die Schülerinnen und Schüler für solche Themen zu gewinnen, auch mit der Verbindung, dass es eben an einem anderen Ort als nur der Schule und dem Buch im Unterricht stattfindet? Solche Orte, wie sie hier im Ruhrgebiet sind, auf das Thema kommen Sie ja auch gleich noch, die haben einen unwahrscheinlichen Reiz für unsere Schülerinnen und Schüler. Sie sind etwas ganz anderes als der Konzertsaal und sie sind etwas ganz anderes als Schule. Und oftmals bekommt man Schülerinnen und Schüler zu diesem Kulturerlebnis auch nur über Seitenstraßen, zum Beispiel durch die Beteiligung an der Veranstaltungsmanagement AG, die dafür sorgt, dass die Kabel richtig liegen, die dafür sorgt, dass die Kamera steht und die Mikrofone bereit sind. Und die aber trotzdem über diesen Weg den Weg zu der inhaltlichen Ebene der Veranstaltung bekommen. Und das ist ein Erleben, das können wir in Schule nicht gewährleisten. Und Sie sprechen damit jetzt auch schon den Teil des Ruhrgebietes damit nochmal an, schon direkt, Dorissa Wallich. Ich würde gerne nochmal zur Schulministerin Yvonne Gebauer gehen. Frau Gebauer, warum ist es denn aus Sicht des Schulministeriums auch so wichtig, im Rahmen der Ruhrkonferenz gerade Projekte der kulturellen Bildung im Rahmen der Ruhrkonferenz in den Blick zu nehmen? Naja, wir erleben natürlich jetzt momentan schon einen Strukturwandel im Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet hat mit seinen vielen, vielen Nationalitäten natürlich auch ganz besondere, ganz besondere Vorkommnisse, ganz besondere Begebenheiten, viel kulturelle Vielfalt in diesem Zusammenhang und durch diesen Wandel, aber auch durch die Vielfalt des Ruhrgebiets bietet es natürlich viele Bereiche, was die kulturelle Bildung anbelangt. Kunst und Kultur sind oder geben eine gemeinsame Sprache, können verbinden, entwickeln das Verständnis jeweils für die andere Kultur. All das spielt letztendlich ganz besonders in diesen Bereich des Ruhrgebiets hinein, im Gegensatz zu anderen Landstrichen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Also das Ruhrgebiet hat viele Herausforderungen zu meistern durch den Strukturwandel, aber es bietet auch durch diese Vielfalt auch viele Chancen und gerade im Bereich der kulturellen Bildung, die dann natürlich auch das Bindeglied zwischen diesen vielen Kulturen, zwischen den vielen Herausforderungen, vor denen das Ruhrgebiet steht oder jetzt auch schon bewältigt hat. Deswegen ist das eine große Chance auch für das Ruhrgebiet. Was jetzt aber auch tatsächlich auch so in Ihren Antworten auch zu hören ist, auch bei Ihnen, Frau Sawallich, und auch bei Ihnen, Frau Gebauer, diese Frage geht an Professor Jörresen nach Erlangen. Das sind ja Dinge, die man vor Ort erlebt. Also ich bin an einem Ort, ich habe diese direkte Wirkung, wenn ich einem Objekt einer Geschichte begegne. Das berührt mich auf eine tiefe Weise möglicherweise. Und inwiefern... Welche Rolle könnte in so einem Zusammenhang die Digitalisierung spielen? Oder müsste man nicht dann sogar sagen, die Digitalisierung kann das alles überhaupt nicht leisten, das, was eben emotional in mir passiert, wenn ich solche Begegnungen habe? Ja, die Frage, es gibt sozusagen viele Aspekte, mit denen man antworten kann, aber ich greife jetzt mal einige heraus dabei. Der Punkt ist ja der, wenn man Digitalisierung versteht als einen Gegensatz zu dem Erfahren von Orten, so wie wir das jetzt erzwungenerweise in der Corona-Zeit sehen, dann schaut man natürlich darauf, was digitale Räume im Vergleich zu unseren leiblichen Räumen nicht leisten können, was sie nicht abbilden können und woraufhin sie nicht ausgelegt sind. Das heißt, da haben wir so eine Defizitperspektive und das erfahren wir derzeit sicherlich sehr stark. Wir können uns jetzt hier begegnen, aber es ist immer schöner, wenn man sich real in Realräumen begegnet, weil man danach nochmal einen Kaffee trinken kann zusammen oder sowas. Ne? Und das sind sozusagen die Verluste. Im Bereich Schule sehen wir das natürlich, dass soziale Lernchancen verloren gehen, weil einfach die Sozialität
dann eben kanalisiert ist, sage ich mal, dadurch, dass die Kinder dann eben, wenn sie Online-Lehre haben, auf die Bildschirme schauen und so weiter. Interessanter wird die Sache allerdings, wenn man das zusammendenkt. Also interessanter wird es genau dann, wenn wir zum Beispiel sehen, wie die Bedeutung von solchen Orten oder Gedenkstätten oder Museen, auf die wir nicht immer direkt natürlich räumlichen Zugriff haben, durch die Mittel der Digitalisierung, also wie uns das viel näher rücken kann sozusagen und wie sich das in einer Ergänzungslogik befindet. Das heißt, wir sind jetzt in vernetzten globalen Wissensräumen, wo wir ohne weiteres über fast sehr, sehr viele Dinge in der Welt sehr viel lernen können. Und wenn wir dann an einem Ort sind, können wir zur Not auch an dem Ort selber noch was über den Ort lernen. Das sind ganz neue Möglichkeiten. Wenn Sie sich erinnern, dass Museen früher teilweise heute noch immer diese kleinen Erklärschildchen neben ihren Exponaten haben mussten. Und wenn Sie schauen, wie das mit Digitalisierung funktioniert, dass wir eigentlich den Wert einer Sache verstehen, die ausgestellt ist oder verstehen können, wenn wir das wollen, dann denke ich, so ein Ergänzungsmodell ist schon eben sehr interessant. Und daneben wäre noch vielleicht auch zu sagen, dass natürlich die digitalen Möglichkeiten auch noch mal andere mediale Räume bieten und damit auch nochmal andere Zugangsmöglichkeiten, nicht wahr? Also ich kann zum Beispiel in einem gut gemachten virtuellen Museum kann ich viel, viel näher an Kunstwerke rangehen oder ich kann sogar eine Plastik auch hineinkriechen und mich klein machen und so weiter und die anders erkunden. Das sind natürlich nochmal neue Zugangsmöglichkeiten. Und interessant finde ich auch, dass ein Teil des Internets natürlich selber ein Kulturraum ist, den man nur da erkunden kann. Ja, viele Aspekte, das sind wirklich viele Aspekte, von denen Sie uns einen kleinen Eindruck gegeben haben. Wir haben ein klitzekleines Tonproblem, das würden wir lösen. Mein Kollege Martin kommt gerade einmal vorbei und wird noch mal kurz an Ihrem Mikro etwas gerade rücken, Frau Karabaitsch. Die Gelegenheit machen wir einfach jetzt gerade, da klappert ein Ohrring, glaube ich, aber so. Und jetzt sitzt das Mikrofon astrein. Ich glaube, das sieht super aus. So, das probieren wir jetzt direkt aus, denn die Frage geht nämlich direkt an Sie, Milena Karabaitsch. Also das LVR Industriemuseum, nehmen wir jetzt dieses Beispiel, in dem wir jetzt gerade sind, die Zinkfabrik Altenberg. Das ist ein, ich möchte sagen, vielleicht ist es übertrieben, aber ein monumentales Museum. Es sind mehrere Backsteinhallen, wir sind hier in der Elektrozentrale. Und wenn Sie so hören, man kann das auch digital nicht ersetzen, sowieso nicht, aber ergänzen vielleicht. Ja. Was sind so denkbare Möglichkeiten, über die Sie jetzt gerade nachdenken in Ihrem Team? Denn gerade dieses Museum hier wird ja gerade neu aufgebaut, neu konzipiert. Wir sind ja sozusagen fast heimlich hier, muss man ja sagen. Es gibt ohne Umbauarbeiten. Aber die Chefin ist ja da, insofern geht das vielleicht. Also was sind die Möglichkeiten, die Sie hier in Zukunft sehen? Ja, also ich denke, der Begriff der Ergänzung fasst es sehr gut zusammen. Wir haben natürlich hier einen authentischen Ort, der ist wirkmächtig. Und eine Elektrozentrale hat ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, wenn Sie jetzt mal in den Hintergrund schauen, was kann man mit diesen Geräten alles machen, wozu sind sie da, wozu waren sie gut, funktionieren sie noch oder wie sieht das heute aus oder habe ich heute nur mein Smartphone und kann alles abrufen, was ich mit diesem Produktionsmittel über diese Wand da hinter mir wissen will. Also insofern denke ich, ist das wirklich das Argument der Ergänzung und ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen zuspitzen. Digitalisierung ist nun mal der Vorgang von analog in eine andere Daseinsform, wenn ich das mal ein bisschen poetisch beschreiben darf. Aber das Entscheidende ist, dass wir auf dem Weg sind, eine Kultur der Digitalität in Gang zu setzen, nämlich bezogen auf das Verhältnis von den analogen Dingen, mit denen wir uns ja im Archiv, im Museum, aber auch mit einer Performance im Theater, mit Musik, mit Poesie, was immer auch befassen. Und dazu ergänzend müsste man sich die Wirkungsmächtigkeit, nicht nur die Informationsqualitäten der digitalen Medien und mal ganz zu schweigen von den sogenannten sozialen Medien mal vornehmen und daraus vielleicht eine neue Kultur der Digitalität entwickeln. Das ist, glaube ich, das, was die aktuelle Situation, die ja mit Corona bestimmte Katalysatoreffekte im Hinblick auf die Digitalisierung bewirkt hat, vielleicht noch mal näher in den Blick genommen werden muss. Aber letzter Satz, das Authentische, das ist das, womit Museen, Archive und sehr viele außerschulische Lernorte sozusagen wuchern können. Das ist das Fund, das wir in der Hand haben. Und gerade Frau Sawallich hat ja das Thema der Erinnerungsarbeit beispielhaft angeführt. Was berührt einen und wie?
Und das ist das Entscheidende, was vielleicht die Kultur der Digitalität nochmal, dem müsste man nochmal nachspüren. Ja, das tut zum Beispiel Benjamin Jürissen auch in seiner Forschung. Ich würde aber den Ball der Digitalisierung jetzt auch vielleicht für den Augenblick nochmal aufnehmen an Yvonne Gebauer. Durch die Corona-Pandemie müssen wir uns alle mit digitalen Medien jetzt auseinandersetzen in einem Ausmaß, das wir uns vielleicht vor einem Jahr noch nicht haben vorstellen können. Ist das so, dass Sie jetzt wahrnehmen, das ist ein Push und die Politik kann diesen Push auch überhaupt noch begleiten und nachhaltig fördern, auch nach vorne bringen? Ja, also diesen Push haben wir natürlich erlebt, gerade in den Zeiten des Lockdowns, aber beziehungsweise noch mehr in den Zeiten nach den Osterferien bis zu den Sommerferien. Wir haben gemerkt, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht im Vorfeld noch gar nicht so viel damit zu tun gehabt haben, jetzt dann auf den Weg gemacht haben und gesehen haben, was über die Digitalisierung alles möglich ist, ganz besonders in Bezug auf die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Aber die Digitalisierung oder das digitale Endgerät ist ja kein Selbstzweck, sondern das hat natürlich schon den Anspruch, letztendlich den Schüler noch individueller zu fördern, den Unterricht noch mehr zu verbessern, als das im Vorfeld schon der Fall gewesen ist. Und deswegen, aber es muss natürlich viel Hand in Hand geschehen. Also es gibt immer diese berühmten drei Stränge. Das ist einmal der Strang des Anschlusses, der Infrastruktur. An dem arbeiten wir mit Hochdruck, 16% oder gerade mal 13% waren im Jahre 2016 aller öffentlichen Schulen nur an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen. Am Ende dieses Jahres soll es 60% sein, Ende 2022 dann alle 100%. Daran arbeiten wir. Dann geht es natürlich um die Ausstattung. Da haben wir zwei große Programme auf den Weg gebracht, einmal für die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen, 178 Millionen Euro, die wir hier zusammen mit dem Bund und den Kommunen, den Schulträgern zur Verfügung stellen. Und wir haben als einziges Land tatsächlich jetzt auch die Lehrerinnen und Lehrer hier in Nordrhein-Westfalen ausgestattet, beziehungsweise die Kommunen sind dabei, so ehrlich muss man sein, auszustatten. Die ersten Geräte werden jetzt ausgeliefert. So, und der dritte Strang, das ist die Aus- und Fortbildung. Seit dem Jahre 2019 gibt es in der Lehrerausbildung ein verpflichtendes und auch prüfungsrelevantes Modul, was die Digitalisierung anbelangt. Und natürlich gibt es auch viele, viele Fortbildungsangebote, die wir jetzt seitens des Landes gerade in Zeiten der Pandemie auch aufgelegt haben, aber auch darüber hinaus. So, und das muss alles Hand in Hand spielen und die Handreichung sei vielleicht noch erwähnt, die wir erstellt haben, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wie man Präsenzunterricht mit dem Distanzunterricht und gerade dem digitalen Distanzunterricht auch verknüpft. So, und natürlich hoffen wir weiter, so lange als möglich im Präsenzunterricht bleiben zu können, verschließen aber auch nicht die Augen vor der Situation an den einzelnen Schulen. Aber die Digitalisierung ist natürlich schon etwas, was über die Pandemie hinaus uns begleiten wird, weil das digitale Lehren, das digitale Lernen ist nicht nur etwas hier in Zeiten der Pandemie. Und das zeigt ja auch nochmal, inwiefern, wie viele Lehrstellen es auch im Moment noch gibt, also wie viele Fragen es hier noch zu klären gibt an den Schulen. Doris Sawallich, also wenn Sie diese Pläne hören und dann das sehen, also als Schulleiterin haben Sie da wahrscheinlich jetzt große Ohren bekommen, gesagt, aha, aha, aha. Nein, ich habe jetzt keine großen Ohren bekommen, weil das war ja jetzt nicht unbedingt neu für uns. Wir sind ja in den letzten Monaten da sehr gründlich und vielfältig informiert worden. Allein die Realität ist natürlich eine etwas andere. Also wenn ich das jetzt mal auf meine Schule herunterbreche, ich werde kein leistungsfähiges Netz vor Ende 21 haben, wenn alles gut geht Ende 21. Bei mir haben 600 Schüler kein eigenes Endgerät, wenn ich jetzt mal vom Smartphone absehe. Wir werden 180 Endgeräte, eine tolle Leistung schon vom Ministerium, 180 Endgeräte für unsere Schülerinnen und Schüler bekommen, die wir ausleihen können. Auch die Lehrer werden ausgestattet mit dem Endgerät. Das ist ein guter Anfang, aber es darf eben auch durchaus nicht dabei bleiben. Wir werden digitale Fortbildung haben wir jetzt schon durchgeführt. Wir hatten einen schulinternen Fortbildungstag zu unserer Lernplattform iSurf. Wir hatten einen schulinternen Fortbildungstag oder innerhalb
innerhalb dieses Tages eine Fortbildung zu Videokonferenzen. Wir haben angefangen, das in der Schule durchzuführen. Wir haben nach einer Stunde abgebrochen, weil das Netz es einfach nicht hielt. Dann sind alle nach Hause gefahren, haben es mit ihren privaten Anschlüssen gemacht. Da hat es dann geklappt. Also ich merke auch durchaus eine Aufbruchsstimmung und den großen Willen zur Flexibilität, den haben die Kolleginnen und Kollegen und auch die Eltern, die uns sehr vertrauen jetzt in der Arbeit. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber wir hoffen natürlich durchaus da auch auf mehr. Sicherlich muss man sagen, die digitalen Fortbildungen spielen uns da natürlich noch zu. Bisher war es ja so, in der allgemeinen Dienstordnung steht, dass wir Fortbildungen nur außerhalb unserer Unterrichtszeit machen sollen und dürfen. Das ist bei einer Ganztagsschule, die bis 16 Uhr geöffnet hat, schwierig. Nicht, weil die Kollegen und Kolleginnen das nicht möchten, sondern weil sie erst einmal einen Fortbilder finden müssen, der nach 16 Uhr bei ihnen noch eine Fortbildung durchführt. Also auch da haben wir jetzt Chancen durch die Digitalisierung, denn da haben wir auch schon viele Fortbildungen jetzt im Abendbereich gehabt. Das klingt für mich so ein bisschen, als wenn das für Sie offene Türen quasi sind, durch die Sie gerne gehen, aber durch die Pandemie werden alle, die durch diese Türen gehen, auch so ein bisschen reingeschubst. Und man muss irgendwie gucken, dass man das Gleichgewicht behält. Ja, das hat aber auch durchaus positive Effekte. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, ohne diese Pandemie, also ich hätte gerne darauf verzichtet, das ist schon mal ganz klar. Aber ohne diese Pandemie, muss ich sagen, wären wir in verschiedene Bereiche nicht hineingeschubst worden. Also wenn es YouTube nicht gäbe, dann wären wir in den letzten Monaten aufgeschmissen gewesen in vielen Bereichen. Bisher war immer YouTube, naja, das war sowas von Jugendkultur. Das musste man jetzt nicht unbedingt in die Schule holen und wenn dann mal ausnahmsweise, wenn man überhaupt Präsentationsmedien gehabt hat. Aber jetzt ist es so, dass wir machen unseren Tag der offenen Tür digital. Da sind ganz viele YouTube-Filme über unseren Unterricht und unsere Schule drin. Da sind wirklich Türen aufgestoßen worden, durch die wir gegangen sind und wo wir auch wirklich Dimensionen für die Zukunft sehen. Vielen Dank, Doris Sawalich, für diesen Einblick dann auch direkt in den konkreten Schulalltag. Und Herr Professor Jörgensen, es gibt eine Frage, im Laufe des Tages haben wir Fragen aus dem Chat gesammelt und es gab ja eine Frage, die geht so ein bisschen in die umgekehrte Richtung. Also wir fragen ja im Moment, wir sprechen eher, inwiefern kann man die kulturelle Bildung, die analog stattfindet, digital flankieren. Aber es gibt ja diese Frage auch andersrum, die man stellen kann, inwiefern kann analoge kulturelle Bildung uns helfen, in der digitalen Welt, in den digitalen Medien uns zurechtzufinden? Das ist eine ganz interessante Frage, wobei diese Aufteilung von analog und digital in unserer Gegenwart zunehmend weniger Sinn macht. Ich würde sagen, eigentlich nur noch in Randbereichen, in gewissen Inseln der Betrachtung überhaupt noch sinnvoll ist. Wir sprechen heute eigentlich eher von einem postdigitalen Zustand und damit meinen wir, dass das Digitale so tief in unseren Alltag hineingewandert ist, dass es zum Beispiel die Art und Weise, wie wir unser Gedächtnis benutzen, verändert hat. Ja, wer kennt schon noch seine eigene Telefonnummer oder die seiner Verwandten oder sonstiger Dinge, die in der Cloud liegen beispielsweise? Wer sucht noch ein eigenes Problem, wenn man das in eine WhatsApp-Gruppe oder in sonstige Chatgruppen reinstellen kann und im Netzwerk sozusagen lösen und so weiter? Also insofern, das ist so ein bisschen die Geschichte. Aber natürlich ist die spannende Frage, ist eben durchaus, ich will nochmal festhalten, auch schließt vielleicht nochmal an das an, was gerade gesagt wurde, dass Digitalität nicht nur da ist, wo die Technik ist. Das muss man mal betrachten. Also was wir jetzt gerade haben im Bildungsbereich, wenn ich das mal auf einen selten verwendeten, diskutierten Bereich der kulturellen Bildung beziehen darf, als Beispiel mal auf die Kulinarik. Was jetzt gerade passiert ist, dass wir Leute mit Herden und Töpfen ausstatten. Das heißt aber noch nicht, dass die kochen können. Ja, also das ist sozusagen, wir reden gerade über die absoluten Grundlagen. Das Digitale ist aber ein kultureller Prozess, der sehr stark, und das sieht man ja nun in der Jugendkultur, der sehr stark in unsere Denkweisen, in unsere Wahrnehmungsformen eingreift, über die Algorithmen und so weiter. Und hier, da kann die kulturelle Bildung aufgrund ihrer ganz spezifischen Zugänge wahnsinnig viel. Denn sie kann ja beispielsweise erfahrbar machen, wie Sortieralgorithmen funktionieren. Also um das jetzt mal auf konkrete Beispiele aufzubringen, dazu kann man zum Beispiel Kinder- und Jugendtheaterstücke machen, in denen man anfängt, sich algorithmisch durch Räume zu bewegen und Dinge zu tun. Das heißt, man erfährt tatsächlich, nochmal anders als im abstrakten Informatikunterricht, wie solche Dinge funktionieren. Oder wir können beispielsweise dadurch, dass in verschiedenen Künsten und Kunstformen oder auch Kreativformen
sehr, sehr viel mit Digitalisierung schon gemacht wurde. Also im Bereich der Kunst war schon vor 10 Jahren die Post-Internet-Art-Welle sozusagen. Also wo die Materialien digital und analog gemischt wurden. Wir haben Forschungsprojekte im Bereich der Musik, wo natürlich sehr viel mit digitaler Musikproduktion oder auch mit ganz merkwürdigen hybriden digitalen Musikinstrumenten gemacht wird. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass es da immer darum geht zu verhandeln, was ist eigentlich gute Digitalität, sagen wir mal, wie kann man die eigentlich gut gestalten, wo liegen eigentlich die schwierigen Aspekte von Digitalität, die wir ja in unseren Zeiten auch sehr stark sehen. Und das lässt sich beispielsweise auch verlängern in Bezug auf die Frage der Netzwerkplattformen und dieser Schönheitsdiktate, die man dann immer sieht, weil nur immer die leistungsfähigen, hübschen, jungen, schönen und so weiter, fröhlichen nach oben gerankt werden von den Algorithmen. Also welche Ästhetiken prägt das? Das kann man zum Beispiel mit Mitteln der kulturellen Bildung hervorragend bearbeiten. Und das beginnt auch zunehmend auf breiter Basis, dass solche Auseinandersetzungsprozesse passieren. Und dafür braucht man zunächst mal keine Geräte. Also das ist in der Tat dann etwas, was tatsächlich auch, also beziehungsweise die Frage, ob das mit der Technik stattfindet, mit Screen oder mit Akku oder nicht, das ist eine nachrangige Frage an der Stelle. Man muss das Prinzip und die Strukturen des Digitalen verstanden haben. Sie haben jetzt im Prinzip erklärt, also wie man im Prinzip aus dem Erleben heraus, aus so einer Kultur, aus einer bildungskulturellen aus einem Angang heraus das Digitale begreifen kann. Aber können die Dinge, die man eben auch hier gelernt hat, helfen, also quasi eine andere Kompetenz einem vermitteln, die man dann letztlich auch in der digitalen Welt anwenden kann? Also dass man quasi das Wissen dahingehend transferieren kann, das habe ich verstanden. Aber kann man auch etwas, was ich in der Begegnung gelernt habe, in der digitalen Welt, also um die zu begreifen, kann ich das da einsetzen? Ehrlich gesagt, ich verstehe an der Stelle, da bin ich vielleicht zu tief in der Forschungsperspektive schon gar nicht mehr die Idee, dass wir außerhalb heutzutage Jugendliche zum Beispiel außerhalb von Digitalkontexten irgendwas Soziales lernen würden. Das ist ja schon gar nicht mehr so. Ich meine, die Kleinsten haben Tablets in ihrem Familienraum und das Tablet ist ein Teil der Interaktion wie früher die Bücher. Also man kann das nicht rausdividieren sozusagen. Ne? Aber wenn ich jetzt, wenn Sie jetzt sowas meinen wie persönliche Kompetenzen oder soziale Kompetenzen oder so, aber auch die lernen wir natürlich schon wesentlich eben auch in Online-Kommunikation heutzutage. Selbstverständlich. Also es geht es ist eben nicht die Frage digital oder nicht digital, sondern es ist die Frage beispielsweise sozial oder nicht sozial. Das sind die, also unabhängig jetzt von den Medialitäten. Ich verstehe den Teil, dass Sie sagen, dass man kann diese Welten gar nicht mehr getrennt. Also das ist ja das ist ja quasi die Hauptinformation, die Sie uns geben, zu sagen, diese Trennung existiert einfach gar nicht mehr. Das ist ja das, was man mitnehmen kann, um in dieser Welt halt klarzukommen. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Sie nicken. Ich nehme den. Aber ich meine, sowas wie Empathie zum Beispiel und so, das lernt man natürlich nicht primär im digitalen Raum. Also das sind natürlich wichtige Geschichten, die wir sind nun mal räumlich, menschlich, fleischliche, körperliche Wesen primär, die auch medial verankert sind durch unsere Gehirne. Aber das ist natürlich klar, dass man das nicht subtrahieren kann, sondern dass das die Basis ist für alles, was wir tun. Ich würde doch gerne eine weitere Frage aus dem Chat aufnehmen und die geht also auch in die aktuelle Situation. Milena Karabait, vielleicht können Sie da eine Antwort darauf geben. Welche Bedeutung hat kulturelle Bildung in der Pandemie hinsichtlich der schweren Einschränkungen im Kulturbetrieb? Also ich frage das deswegen an dieser Stelle, weil wir jetzt so viel über die Möglichkeiten der Digitalisierung gesprochen haben, aber wie jetzt in der ganz konkreten Situation? Ja, also zunächst einmal ist natürlich Digitalität und Digitalisierung als Prozess auch für die Kultureinrichtungen nichts Neues. Wir haben ja schon bei Zeiten angefangen, uns mit den Prozessen und mit den Umwandlungstransformationsprozessen zu befassen. Das ist ja sozusagen nicht erst mit dem Aufkommen der Pandemie aufgetreten, sondern diese wiederum hat uns erstmals, und ich glaube, das hat sozusagen weltweit auch, hat noch niemand erleben müssen, dass von heute auf morgen alle Institutionen geschlossen wurden. So, das war sozusagen erstmal der Anlass. Und dass wir dann sofort darüber nachgedacht haben, mit welchen Möglichkeiten, die wir schon haben digital und mit welchen Formaten wir dann künftig den Outreach, die Ansprache unserer Besucherinnen und Besucher fortsetzen können. Das war die Aufgabe, der wir uns stellen mussten, auch überhaupt zu kommunizieren. Wir haben Ausstellungen vorbereitet, die Eröffnung fand nicht statt. Wie macht man das? Wie bringt man das zumindest ins Gespräch? Und wie zeigt man auch, dass wir nicht einfach verschwunden sind, weil wir die Tür schließen mussten?
Also insofern war das eine Herausforderung, die, wir hatten das eben, ein Stück weit Katalysatoreffekt hatte. Aber dennoch gibt es ganz viele Formate, die sozusagen vom Sofa aus das Museum ins Haus bringen, Digitorials im Vorfeld von Sonderausstellungen, selbst Eröffnungen mit den, behaupte ich, interessantesten Formaten. Wir haben auch erstmal Pressekonferenzen live gestreamt. Ich könnte jetzt weiter aufzählen, damit will ich Sie gar nicht langweilen. Aber ich denke, die zentrale Stelle, und das wurde auch eben nochmal von Professor Jörissen ausgesprochen, was ist denn wirklich die reale Welt? Wer bringt uns denn bei, in den Töpfen, die da stehen, zu rühren? Ja, wohl nicht mein Smartphone, oder? Natürlich kann ich mir eine Anleitung aus dem Internet holen und sagen, wie ich es machen muss. Aber Medienkompetenz und die Beurteilung dessen, was ich in den Medien vorfinde, also da würde ich schon darauf bestehen, dass es sowohl schulische als auch außerschulische Lernorte gibt, die ihre Legitimation daraus beziehen, dass die Menschen damit umgehen können. Die Frage ist, und das muss man sicherlich noch mal diskutieren in einer anderen Runde, was ist denn die reale Welt? Ist sie tatsächlich schon die digitale oder gibt es uns noch? Das ist eine Frage wahrscheinlich für die nächste Podiumsrunde. Aber für den Moment ist das ja schon mal ein ganz guter Hinweis, um darüber eine gute Anregung dahingehen. Ich würde noch mal gerne zu Ihnen kommen, Yvonne Gemauer nach Düsseldorf. Wir haben jetzt ja quasi von verschiedenen Seiten jetzt noch mal gehört, wie wichtig und auch wie sehr Hand in Hand eben auch Digitalisierung und kulturelle Bildung auch zusammen gehen werden. Und wie groß der Bedarf und auch der Wunsch ist, in Schulen kulturelle Bildung in Zusammenarbeit mit kommunalen Kulturen und Bildungseinrichtungen zu fördern. Da gab es eine Frage aus dem Chat. Wird es denn spezielle Fördermittel für Kulturprojekte an Schulen geben? Ja, natürlich haben wir das jetzt schon. Also wir müssen hier nicht neu anfangen, sondern wir setzen letztendlich auf vielem auf. Das ist zum Beispiel das Programm Kultur und Schule des Landes, was natürlich entsprechend weitergeführt wird. Wir werden aber auch in 21 Mittel zur Verfügung stellen, auch im Nachgang zu den Ruhrkonferenzprojekten, die hier entsprechend fortgeführt werden. Und wir haben natürlich die Arbeitsstelle kulturelle Bildung, auch ganz wichtig für das Netzwerk. Wir haben die vielen Bildungspartner Nordrhein-Westfalens, die natürlich für die Beratung auch letztendlich zur Verfügung stehen. Also wir arbeiten kontinuierlich weiter, wir setzen auf das auf und natürlich gibt es auch Mittel im Haushalt 21, die für speziell für die kulturelle Bildung auch eingesetzt werden, weil ich glaube schon auch, wie es vorhin gesagt worden ist, natürlich gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, die kulturelle Bildung eine besondere Rolle spielt. Wir sind dankbar, dass wir auch außerschulische Orte wieder haben öffnen können. Das war ja eine Zeit lang leider aufgrund der Pandemie nicht möglich und animieren auch die Schulen dazu, jetzt diese auch wieder verstärkt aufzusuchen, weil wir um den Wert der kulturellen Bildung einfach wissen. Vielen Dank, Yvonne Gebauer. Ich würde jetzt quasi in diese Abschlussrunde auch schon hineingehen wollen. Und zwar habe ich überlegt, wie wir diese Runde hier abschließen können. Ich habe überlegt, würden wir mehr in das Digitale gehen wollen, in das Analoge hineingehen wollen, aber erleben. Deswegen formuliere ich es mal so. Sie dürfen jetzt nur einen Satz ganz kurz ergänzen, der Reihe nach. Und zwar, wenn die Pandemie vorbei ist, möchte ich ... nochmal erleben. Darauf freue ich mich, das zu erleben. Ja? Ach so. Wenn die Pandemie vorbei ist, freue ich mich darauf, meine Schülerinnen und Schüler wieder in Gemeinschaft bei kulturellen Anlässen, kulturellen Projekten zu erleben, wenngleich ich sicherlich mich nicht von der Digitalisierung und den Möglichkeiten der Digitalisierung dann zurückziehen werde, im Gegenteil. Dankeschön, Doris Sawallig, Schulleiterin von der Schule Weiherheide. Herzlichen Dank. Gerne. Milena Karabait. Nach der Pandemie möchte ich sozusagen die volle Kulinarik auskosten können, sowohl das Kochbuch als auch die Instrumente und das bitte schön im Zusammenspiel mit dem schulischen Lernort und allen außerschulischen Lernorten. Dankeschön, Milena Karabait. Herr Professor Jörissen. Nach der Pandemie freue ich mich sehr darauf, dass wir dann nicht mehr zwangsdigitalisiert sind und all die Dinge, die wir jetzt gelernt haben über Digitalisierung in den Hochschulen und außerhalb, dass wir das Beste davon nehmen können und neu und viel frischer in eine dann veränderte Gegenwart und Zukunft starten. Und ich glaube, das wird ganz spannend werden. Darauf freue ich mich jetzt schon. Vielen Dank. Yvonne Gebauer, worauf freuen Sie sich?
Ich freue mich, dass wir nach der Pandemie unseren Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitungen, aber auch den Schülerinnen und Schülern und allen am Schulleben Beteiligten wieder ein großes Stück Normalität zurückgeben können. Wir haben ihnen viel abverlangt in dieser Zeit und wenn wir jetzt es schaffen, die letzten Wochen, Monate gemeinsam, dann bis wir alle einen Impfstoff haben oder geimpft sind und die Zahlen runtergehen, wenn wir es schaffen, diese Monate gemeinsam hier zu durchstehen, dann hat das, glaube ich, auch mit uns allen etwas gemacht, nämlich in Bezug auf das soziale Miteinander. Davon bin ich auch überzeugt, aber ich glaube, dann sind wir auch alle froh und dankbar, wenn wir uns anderen Dingen auch wieder einmal widmen können und sei es nur der Besuch eines, nur in Anführungsstrichen, aber der Besuch eines schönen Konzertes, das man dann auch wieder in Ruhe genießen kann und weil ansonsten momentan einem ja der Alltag auch sehr viel abverlangt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort und vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier dabei waren und sich diese Gedanken gemacht haben um das Thema kulturelle Bildung, Digitalisierung in unserer heutigen Zeit und wohin sie uns vielleicht dann auch demnächst bringen wird. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme hier. Mir bleibt es jetzt nur an dieser Stelle, mich ganz herzlich bei Ihnen allen zu bedanken, dass Sie sich darauf eingelassen haben, auf diese Digitalkonferenz, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und dieses Experiment auch ein Stück weit mitgemacht haben. Ich danke allen Referentinnen und Referenten gleichermaßen für Ihren Einsatz und auch allen Künstlern und Künstlerinnen, die ihre Arbeiten hier präsentiert haben, hier vorgestellt haben. Und ich danke dem Team von NRW Bildungspartner NRW, denn sie haben diese Konferenz organisiert und aufgestellt und umgesetzt gemeinsam mit dem tollen Team der Impulspiloten. Ganz herzlichen Dank für all die Arbeit, für die intensive Zusammenarbeit hier. Und ich hoffe, Sie haben Inspiration mitgenommen und eine gute Zeit gehabt und erzählen vielleicht demnächst davon, dass sowas eben auch möglich ist und dass das vielleicht gut klappt. Herzlichen Dank. Haben Sie noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch die Zeit.